Hallo liebe Porsche-Freunde, willkommen im Porsche-Zentrum Hamburg in der Lübecker Straße. Mein Name ist Maximilian Katlun, ich bin hier Verkaufsberater für neuen Gebrauchtwagen und darf euch heute unser neues Porsche Exclusive Showcar präsentieren. Dann wollen wir mal schauen, was uns die Exclusive-Abteilung so geschickt hat. Ich weiß natürlich schon, es ist ein Cabriolet, ein besonderes. Ich ziehe jetzt einfach mal das Tuch ab. Beim Cabriolet ist das nicht ganz so elegant wie beim Coupé, weil das Verdeck dann so ein bisschen stoppt. Aber wir kriegen auch das hin. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Ich sagte ja gerade bei der Enthüllung besonders, damit meine ich in diesem Fall besonders schnell, das 911 Turbo S Cabriolet der Baureihe 992. Mal in Daten gesprochen, 650 PS, 330 km/h Höchstgeschwindigkeit und von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Ich denke, das spricht, also oder diese Zahlen sprechen für sich, ein ganz besonderes Auto. Ich fange jetzt mal an, euch das Fahrzeug so ein bisschen zu erklären und zu präsentieren, beziehungsweise einzelne Ausstattungsdetails. Fangen mit der Farbe des Fahrzeugs an. Achatgrau Metallic nennt sich die Farbe. Anders als bei den bisher präsentierten Exklusiv-Showcars, wir haben ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Fahrzeug präsentiert, handelt es sich hier um keine Individualfarbe oder PTS-Farbe, Paint to Sample nennt sich das, sondern das, ich sag mal, normal bestellbare Achatgrau Metallic. Eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und man kann die Farbe einfach super kombinieren und das zeige ich euch jetzt, was wir hier gemacht haben. Zwei dieser Komponenten finden wir nämlich in der Frontmaske des Fahrzeuges, nämlich einmal die Lufteinlassblenden links und rechts und die Lamellen der Lufteinlassgitter. Beide Komponenten sind in diesem Fall in Schwarz-Hochglanz lackiert und das findet man, dieses Schwarz-Hochglänzende findet man um das komplette Fahrzeug herum. Wenn wir uns hier mal die Seitenansicht anschauen, hier gibt es nämlich für ein Turbo S Cabriolet eine große Besonderheit, wie ich finde. Neben den in Schwarz-Hochglanz lackierten Rädern oder teilweise lackierten Rädern haben wir nämlich auch die Keramikbremse, die der Turbo S serienmäßig verbaut hat. Und hier bei diesem Fahrzeug haben wir die jetzt einfach mal in Schwarz lackiert, damit man einen roten oder in diesem Fall schwarzen Faden hat. Vom Vorderrad zum hinteren rechten Rad nochmal hier ganz kurz zur Seite. Wir haben den Spiegel zusätzlich lackiert in Außenfarbe. Wir haben über dieses Exterieurpaket, was ich gerade erklärt habe, ist der Schweller lackiert in Außenfarbe, in dem Achatgrau. Dadurch wirkt das Fahrzeug nicht so, ich sag mal, aufgebockt, sondern flacher auf der Straße. Und wir haben hier hinten die Lufteinlässe des Turbos auch in Exterieurfarbe lackiert. Jetzt haben wir da die Front, die Seitenansicht. Das Heck von dem Auto ist wirklich ein absolutes Aushängeschild. Man ist ja auch meistens hinter dem Fahrzeug unterwegs, also an der Ampel oder auf der Autobahn. Und da haben wir auch noch Detailarbeit geleistet. Die letzten beiden Punkte des Exterieurpakets haben wir hier einmal die Luftauslassgitter hier an den Seiten in Achatgrau lackiert und das Heckunterteil in Schwarz-Hochglanz. Ich finde, das ist ja eins der Highlights. Aber auch Kleinigkeiten wie der Porsche-Schriftzug, der ist ebenfalls in Schwarz-Hochglanz lackiert und dann sogar Lamellen hier im Heckdeckel. Auch die sind in Schwarz-Hochglanz gehalten. Wenn man die Tür aufmacht, fällt gleich ein großes Highlight des Fahrzeuges auf, nämlich die Burmester-Anlage. Serienmäßig hat der Turbo S Bose verbaut, auch schon eine wirklich super Anlage. Aber die Burmester-Anlage ist dann eben halt, wie der Name schon sagt, Burmester High End. 855 Watt, 13 Lautsprecher, direkt ansteuerbar und zusätzlich noch ein Subwoofer, der in die Karosserie des Fahrzeugs verbaut ist, mit nochmal 300 Watt. Im Fahrzeuginneren angekommen, kann ich euch sagen, es sitzt sich hier sehr gut. Wir haben bei dem Fahrzeug darauf geachtet, dass zusätzliche Komponenten noch in Leder gehalten sind. Da sind Sachen bei, die werden wirklich sehr, sehr selten bestellt. Beispielsweise hier die Lamellen der Luftdüsen sind tatsächlich aus Leder. Das ist nochmal eine besondere Wertigkeit. Hier ist sogar die komplette Luftdüse in Leder gehalten. Man sieht es hier ganz gut an den Nähten. Wir haben die Sonnenblenden beledert. Das ist natürlich haptisch sehr schön, weil man da schon ab und zu mal dran fasst. Und auch, apropos dran fassen, hier die Lenksäule, die ist zusätzlich beledert. Auch mit der Naht durchzogen. Kommt auch eher selten vor, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung unseres neuen Porsche Exclusive Showcars gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Unsere Türen stehen offen. Liebe Grüße aus dem Porsche-Zentrum Hamburg in der Lübecker Straße.